Die staatlichen Steuereinnahmen in Deutschland dürften in den Jahren bis 2023 um mehr als 74 Milliarden Euro niedriger ausfallen als bislang vorhergesagt. Das geht aus der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor. Was sind die Aufgaben des Arbeitskreises? Der Arbeitskreis Steuerschätzungen befasst sich mit der Frage, wie viel Geld der Staat in den folgenden Jahren zur Verfügung haben wird. Wer gehört dem Arbeitskreis an? Federführend sind Vertreter des Bundesfinanzministeriums. Mit dabei sind außerdem das Bundeswirtschaftsministerium, 5 Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Bundesbank und die sogenannten Wirtschaftsweisen. Auch die Länderfinanzministerien und die kommunalen Spitzenverbände entsenden Vertreter. Wie oft tagt das Gremium? Das Gremium kommt 2-mal im Jahr zu einer 3-tägigen Sitzung zusammen. Im November werden die Steuereinnahmen des laufenden und der nächsten 5 Jahre geschätzt. Im Mai geht es um die des laufenden Jahres und der kommenden 4 Jahre. Was sind die Grundlagen für die Schätzungen? Die verschiedenen Teilnehmer bringen zu den Sitzungen jeweils Schätzvorschläge mit. Dann diskutiert der Arbeitskreis, bis ein Konsens erreicht ist. Wozu dienen die Steuerschätzungen? Die Prognosen zu den Steuereinnahmen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. Wenn sich die Wirtschaftsaussichten trüben, werden auch die Einnahmeprognosen gesenkt.